Auto. Der Vater, der Vater lässt sich. Paulemann, komm. Süße. Paul, 8 Jahre alt, besucht die 2. Klasse und ist ein unglaublich lebensfrohes und kontaktfreudiges Kind. Paul ist krank. Er leidet an MPS2, nach ihrem Entdecker auch Morbus Hunter genannt. Das ist ein Unimog-Zeichen. Ein Methyl-Unimog. MPS steht für Mukopolysaccharidose und bezeichnet eine ultraseltene, lebensverkürzende Stoffwechselerkrankung. Bislang kann diese Krankheit nicht geheilt werden. Seit 2007 gibt es eine Enzymersatztherapie, die zumindest das Tempo, in dem sie fortschreitet, verlangsamt. Zusätzlich wird den Betroffenen und ihren Angehörigen das Leben mit Morbus Hunter durch das Spardiktat und die zunehmende Gewinnorientierung im Gesundheitssystem schwer gemacht. Die seltenen Erkrankungen, wobei MPS gehört ja sogar zu den ultraseltenen Erkrankungen, fahren sehr unterm Radar. Zum Beispiel ist diese Enzymersatztherapie, die Paul bekommt, die Kosten oder diese Finanzierung im Prinzip durch die Krankenkassen, das deckt nicht ansatzweise die Kosten, die die Kliniken in der Regel dafür haben. Das sehr teure Enzym wird von den Krankenkassen zwar vollständig bezahlt, nicht aber die in den Stoffwechselzentren erbrachte Leistung der Enzymersatztherapie. Das Stoffwechselzentrum der Mainzer Uniklinik, das wie viele den Status einer Hochschulambulanz hat, erhielt Anfang 2019 beispielsweise 145 € pro Quartal und Patient. Bei 12 Infusionsterminen à 4 Stunden, wie im Fall von Paul, deckt das nicht ansatzweise die anfallenden Material, geschweige denn die Personalkosten. An ganz vielen Stellen muss man kämpfen, weil niemand die Erkrankung kennt, die Problematiken. Kliniken müssen mittlerweile schwarze Zahlen schreiben und da sind diese Zentren, die rentieren sich nicht. Da sind ja auch dann wieder viele Ökonomen am Werk und dann wird halt da wieder gespart. Und das geht aber wieder zulasten unserer Patienten. Das heißt, dieses Fallpauschalensystem insgesamt ist da auch ein großes Problem, weil das ist bei Kindern, greift das eh viel zu schlecht. Also wenn man sich überlegt, um einem Kind einen Zugang zu legen, brauche ich theoretisch schon mal mehr Personal als bei einem Erwachsenen. Aber ich habe meines Wissens zumindest halt ähnliche Pauschalsätze. Und jetzt in der Corona-Pandemie ist das noch schwieriger. Also jetzt als Beispiel, Patienten mit MPS gelten zur Risikogruppe. Das ist natürlich bei jedem nochmal individuell, wie schwer die betroffen sind. Aber es gibt viele mit Lungenbeteiligung. Auch Paul hat Herzklappeninsuffizienzen. Also man kann das auch nicht so restlos einschätzen. Gut, dann ist er noch zwar Kind, dann heißt es, Kinder, MPS-Kinder infizieren sich nicht so häufig, weil sie keine Immundefizienz haben. Aber wenn sie es haben, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass sie einen schweren Verlauf haben. Und trotzdem sind die vergessen zum Beispiel im Moment, was die Impfstrategie betrifft. Und da Paul als Risikopatient gilt und wir nicht wissen, was passieren würde, wenn er es kriegt und wir wollen es eigentlich auch nicht testen, versuchen wir die Kontakte auch maximal zu reduzieren. Und deswegen haben wir gesagt, jetzt gucken wir mal so lange, wie es geht, versuchen wir das alleine irgendwie über die Runden zu bringen. Aber es ist eine große Herausforderung. Und das, ich glaube, das geht allen Familien so und war auch vor allem allen Familien mit behinderten Kindern. Und denen fällt viel weg. Noch eine Regionalbahn, oder? Oh, und noch eine S-Bahn. Woher kommt die? Nach Mühlsheim. Sehr gut. Fertig. Nach Hohenheim. Und dann? Nach Wiesbaden. Paul hat Pflegegrad 3. Wir wussten nicht, dass wir den beantragen können. Ja, aus mangelnder Erfahrung und weil uns auch keiner gesagt hat, dass wir das tun können und schon längst hätten tun können, hatten wir keine Ahnung, wo wir stehen, also mit ihm tatsächlich. Was halt ein bisschen ärgerlich ist, weil ich habe direkt also 2016 meine Arbeitszeit massiv reduziert und dann haben wir natürlich schon 2 Jahre Sozialbeiträge Mama liegen lassen. Ja? Hey, für den Mähdrescher, Mama. Bitte was? Hey, komm mit. Das fällt vom Mähdrescher, ja. Wo geht der? In der Scheune. Ja, der muss jetzt erstmal sich ausruhen, ne? Der kommt im Sommer wieder raus. Der macht Pause. Er hat mittlerweile 100% Schwerbehinderung, ja. Tatsächlich durch die diversen körperlichen und auch geistigen. Also es hat ja eine geistige Entwicklungsverzögerung. Jetzt wurde er gerade am Karpaltunnelsyndrom an beiden Händen operiert. Das ist auch typisch für die Erkrankung, dass das Kinder schon in den jungen Jahren haben. Er hat eine heftige Skoliose, er kann die Gelenke nicht endgradig strecken, ja, die Herzinsuffizienz. Also da kommt sehr, sehr viel zusammen und das wird natürlich im Laufe der Jahre auch mehr. So, guck aber mal bitte, ob da ein Auto kommt. Ich fahr mal ein Auto. Okay, dann schnell über die Straße. Kurz ist der Weg.
Also wir sind von Anfang an VDK-Mitglied. Ich muss zugeben, bisher habe ich tatsächlich, bin ich an vielen Stellen noch gar nicht so auf die Idee gekommen, den VDK mit einzubeziehen. Also wir haben Kämpfe mit der Krankenkasse für Pauls Einlagen zum Beispiel irgendwie alleine erstmal durchgefochten. Ich hatte aber mit dem VDK Kontakt, weil ich so ein bisschen um Pauls Zentrum gekämpft hatte und habe die natürlich auch informiert. Und alleine die Möglichkeit, ein bisschen was über MPS auch schon mal zu erzählen in der VDK-Zeitung oder jetzt hier und ein bisschen aufmerksam zu machen auf diese Weisen der Medizin, zu denen ja noch, wie gesagt, viele, viele andere Erkrankungen zählen, ist schon mal eine ganz tolle Möglichkeit. Und ich denke, der VDK ist sicher ein super Partner als mitgrößter Sozialverband in Deutschland, der dann einfach vielleicht da auch noch mal ein bisschen auch für uns Weisen der Medizin was tun kann.